Auf jeden Fall haben wir jetzt die Karte und wissen jetzt genau, was der böse Bubi vorhat. Und werden das verhindern natürlich. Sobald der Typ immer fertig ist, irgendwo hochzulettern, wo ich nicht hin will. So, okay. Ich sehe mal ja noch eine Fahne irgendwo. Nee. Überlebe ich das mal? Nein! Nein! Och nein, wieso? Och Mann, das kann nicht sein. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen zu bekommen. Meine Nachforschungen sind aber schon beendet. Das ist sehr gut, da muss ich den Mist nicht nochmal machen. Ich nicht. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ja, ich gehe dann. Ich wollte nur mal schnell dich willkommen heißen in der Ich hab Lust zu sterben Front. Yay! Das kommt von den Dings. Das habe ich aus dem Film Dings jetzt gerade. Wie ist der Film? Jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem Film. Angel Beats, genau, Angel Beats. Richtig geil gemachter Anime. Bürgerretten, Sie da fassen das? Bürgerretten? Halt die Fresse. Aua, oh, diese dumme Pute, ey. Jetzt habe ich mich verraten hier. Nur weil ich über die ganzen Leute gestorben bin. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Ich will mal wieder so einen Special Move hier machen. Kriege ich aber anscheinend nicht hin. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Eh nicht. Du lügst uns doch eh alle nur an. 3 von 12 Bürgern im Nobelviertel gerettet. Okay. Hier scheint ein Aussichtsturm wieder zu sein. Irgendwo. Ah, da oben. Gut. Weil wir können hier nichts sehen, wie... Jetzt kommen wir wieder was hin. Ich gehe auf den Aussichtsturm, weil auf dem waren wir auf jeden Fall noch nicht, weil das sieht total anders aus. Er ist anders als die anderen. Das ist der! Da muss ich irgendwie hochkommen. Guck mal, genau. Aber da anscheinend nicht. Vielleicht hier? Ja, hier, genau. Das ist ein Aussichtsturm, hier kommt man hoch. Ja, das muss einem erstmal gesagt sein, ne? So, okay. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ihr werdet mir nicht entkommen. Wow! Na, ihr habt aber Schwein gehabt. Da wollte der mich mit in den Tod reißen. Der Narr. Gesichtet, ey. Wenn jetzt ein Stein fliegt, ne, und ich jetzt sterbe. Dann bin ich darüber nicht sehr glücklich. Hier oben ist auch nichts mehr, okay. Na dann. Wieder ein Aussichtsturm erklommen. Da scheint irgendwas zu sein, irgendeine Wand oder so. 4 von 9. Bam! Achso, ich bin ja gesichtet, genau. Ganz praktisch, dass ich hier reingesprungen bin. Und jetzt kann ich auch wieder raus. Und auf geht's zum Informanten. Vielleicht finde ich hier noch ein paar Sklaven oder Leute, die gerettet werden müssen. Ach, hier oben. Okay. Sind wir ja näher als gedacht. So. Und auf zum Büro des Verbindungsmanns, der uns nicht leiden kann. Wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut.
Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Und da kriegen wir unsere Feder. Der Typ ist aber schon wirklich, also, wir sind arrogant, das gut, ist... Gut, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Was steht in der Ecke? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Also, wir sind arrogant, das stimmt. Dieser Altair ist wirklich ziemlich arrogant, aber der Typ ist auch nicht viel besser, also ganz ehrlich. So, das Nobelkind ist der nicht gerade. So, hier geht's raus. Und jetzt müssen wir dahin. Hier, like a Supersonic. Los. Ja, also man kann noch durch mehr Leute rennen. Das ist überhaupt kein Problem. Renn einfach alle um, die du findest. 160 Meter bis zum Ziel. Das ist jetzt ja nicht so viel. Moment, was war das hier? Das Zeichen bedeutet... Ich bin nur ein alter Mann. Bleib bitte vor. Ob er wohl verletzt ist? Ich bin froh, dass ich ihn endlich treffe, mein Freund. Was war denn das für eine Farbe? Ich helfe euch, keine Sorge. Ach, das sind meine Leute, oder wie? Bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Farbe bedeutet hat. Na okay, erstmal gehen wir weiter und suchen den Obststand auf. Nee, oh, das ist die Lagerhalle, oder was? Ah! Entschuldigung, ich gehe wieder. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Mich himmel das. Bitte tut mir weh! Entschuldigung. Möge der Herr seiner Seele gnädig sein. Gott! Oh, da bin ich irgendwie. Moment. Da ist mir der Bildschirm verrückt irgendwann. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht lange so. Ich krieg's echt nicht hin. Ich versuch's die ganze Zeit, dass ich mich darauf konzentriere. Aber ich krieg's nicht. Aua, was ist das für ein Typ? Aua, das tut weh. Kannst du glauben, wenn ich besiege? Dein Leben ist verwirrt. Alter! Was sind das für Typen, ey? Waren gleich vier davon. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf. Ach, wir haben ja Wurfmesser, stimmt. Sag nicht, wie sie wie... Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt sind wir wieder hier. Stimmt, wir haben ja Wurfmesser, oder? Die 4, die 5, nee, warte mal, die 5. Die 3 ist das Schwert, die ist das. Und die 1. Okay. Gut, dann machen wir mal wieder auf zum Dings. Warum tut das wohl? Moment, ich will das mal ausprobieren hier irgendwo. Hab ich irgendwo eine Wache?
Irgendwo eine Wache, eine Wache, eine Wache, eine Wache. Eine kleine Spende. Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Sind das die Typen, die mich angegriffen haben, Digga? Die hier müssten jetzt eigentlich weg sein. Ja, wo waren das? Nein, geht nicht. Oh. Du nimmst meine Kinder. Bitte. Und ich dachte, bitte, ich wäre habt ihr Geld für mich? Halt oh, ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Oh, jetzt lass mich in Ruhe, ey. Ist groß und liegt im Sterben. Bitte, gib. Moment. Eine Minute. Das war euer letzter Fehler. Okay, das war nicht ganz so praktisch jetzt mit dem Wurfmesser anscheinend. Ich verstehe das nicht mit dem Wurfmesser, anscheinend klappt das gar nicht so. Sie können bestimmt einen Gangstern. Geht mir aus den Augen! Probier's mal. Moment. Der sieht so aus, als wenn er Wurfmesser dabei haben könnte. Na, nimm mir doch mal eins weg. Was? Was wollt ihr von mir? Was war das für eine komische Bewegung? Na egal, wir haben immer noch unseren Dolch. Geht weg. Oh. Ja, wir haben noch unseren Dolch, genau, klasse. Wenn ich ihn wählen würde, wäre das noch eine bessere Option. So. Der ist tot. Komme ich wieder nicht rein, ne? War klar. Also ich bin gar nicht richtig hier. Ich muss ja ganz woanders hin. Und hier ist. Ah, hier ist der, okay. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Ich nehme es wahr. So. Dann gehen wir mal her. Und genau hier sind... Das sind diese Typen. Okay, wir haben keine Wurfmesser. Oh, das ist ja fast zu einfach. Na, das ist ja schon zu einfach nur. Oder? Habe ich jetzt was? Hallo. Jetzt fall aber mal nach unten, komm. Nicht immer nach oben. Oh, du langweiliges Stück Ding. Das ist nur ein Grafikfehler. Ah, da drüben muss ich hin. Oder? Kann ich auch dahin? Ah. Warum tut er das wohl? Cool. Okay, gut. Ich bin drinne. Hoch. Dann gehen wir mal da hoch. Vier von diesen Typen hätte ich keine Chance. Alter, was machst denn du, wenn ich deine... Alter. Bin ich dein Hausmädchen oder was? Mutter!
Der lebt noch? Natürlich lebt er noch, was auch sonst. Es ist ja nicht mal, die können sich ja einfach mal so glatt machen, dass nein, die müssen noch 500 Jahre überleben. So. Da drüben ist nichts. Oh, da ist eine Flagge, die will ich haben. Drei von 100 diesen Jerusalem kreuzen. Jerusalem. Sie nennen es einen Kreuzzug. Elender Rupp. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände aufschlagen. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Bring, sagte ich. Okay. Was denkt dieser Mann sich? Das Feuer des Krieges spritzt sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre, deine Leben im Dienste Gottes zu lassen. Irgendwie muss ich da rein. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. So, okay, der ist tot. Ich stehe hier, um meine Meinung zu überbringen. Ah, Mist! War ja klar, dass wir es nicht hinkriegen. So. Noch einer! Nur ein Templer, nee. Nein, nein, nein. Ah, ich hasse diese Templer. Ja, Mann. Och, komm, ey, wirklich. Klettern Sie auf hohe Gebäude und die Umgebung aus der Vogelperspektive. Nein, sag mir nicht, wir sind hier. Oh nein. Okay, hier werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Wir haben jetzt wieder eine Stunde gespielt, das reicht für eine Woche. An der Mission scheinbar ein bisschen zu hängen. Oder ich zumindest. Wir sehen uns in einer Woche dann zu einer neuen Aufnahme. Oder ihr seht mich dann in den nächsten zwei Tagen. Bis dahin. Tschüss. Du.